Hier ist wieder ein kleines Video zum Thema Chemtrails. Das ist allerdings schon ein paar Tage alt, vor 2 Jahren ungefähr hochgeladen. Folge 258 von Jung und Naiv mit Thilo Jung. Es ist ein alternatives Nachrichtenmagazin auf YouTube. Also da werden so Politiker interviewt. Ja, und da ist die Bundesumweltministerin Barbara Hendricks, nimmt da Stellung zu diversen Themen. Ja, ich beschäftige mich aber jetzt nur mit dem letzten Teil des Interviews. Nach einem ganz langen Interview von über 40 Minuten kommt dann zum Schluss die Frage, was sie denn von Chemtrails hält. Das ist noch nicht mal die Frage des Interviewpartners, sondern eine Frage, die ein Zuschauer dieses Magazins, also von Jung und Naiv, fragt, per Twitter oder E-Mail. Und da ist sie dann ziemlich verdattert, weil es erstmal im Moment gar nicht, was sie darauf antworten soll, aber der Interviewpartner kommt ihr dann ziemlich gut zur Hilfe und sie kommt dann nochmal so ohne Blessuren raus aus der Situation. Und diesen letzten Part von dem Interview, den spiele ich jetzt mal eben ein. Und die allerletzten beiden Fragen. Hast du als LGBT-Frau bereits Diskriminierung im politischen Umfeld erfahren müssen, will Arno wissen? Nö. Noch nie. Nö. Und sind Chemtrails eine Verschwörungstheorie? Bitte was? Chemtrails. Ehrlich gesagt, ich glaube ja, Du ich glaube. kannst jetzt als Umweltministerin mal den Leuten sagen, dass das Blödsinn ist. Oder halt nicht. Ja, natürlich ist das absoluter Blödsinn. Also, diesen ganzen Verschwörungstheorien, wie Menschen im 21. Jahrhundert, die wirklich alle Formen von seriöser Information haben können, wie die diesen ganzen Verschwörungstheorien aufsitzen können, das ist mir völlig unverständlich. Ich habe vor einiger Zeit mal so eine Fernsehberichterstattung gesehen. Da wurden Menschen interviewt, die zu so einer dann geheimen Veranstaltung über Chemtrails gingen, ja. Vor der Tür haben sie die Leute interviewt und dann gingen die in die geheime Veranstaltung in irgendeiner Stadthalle. Ich weiß nicht mehr in welcher Stadt. Und da habe ich gedacht, mein Gott, wie viele verschrobene Menschen gibt es doch. Aber kannst du kurz erklären, was das dann da ist, wenn es keine Chemtrails sind? Ein Kondensstreifen. Ja, das sind die Kondensstreifen von Flugzeugen, ja klar. Aber da wird ja dann gesagt, die Flugzeuge sprühen da das über uns aus, damit wir beeinflusst werden. Du kannst jetzt definitiv sagen, ist Bullshit. Das ist Bullshit. Dankeschön. Ja, die erste Reaktion ist erstmal, wie bitte was? Also erstmal so schroffes Unverständnis. Es ist aber vorgespielt, das kann man deutlich sehen, weil als Bundesumweltministerin muss man dieses Wort irgendwie schon mal gehört haben, aber so zu tun, als wüsste man gar nicht, was gar, also man weiß, sie weiß quasi gar nicht, was gemeint ist. Ja, das sieht doch sehr vorgeschoben aus, das kann man deutlich sehen. Und sie ist auch sehr verunsichert, sie weiß nicht, wie sie sich verhalten soll, wie soll sie darauf antworten. Aber der Interviewpartner kommt ihr gleich zur Hilfe und man sieht dann quasi, wie dann im weiteren Verlauf sich ihr Gesicht deutlich aufhellt, wo sie dann eben eine Erleichterung verspürt und sich denkt, ja gut, da bin ich nochmal davon gekommen, weil sie wusste im ersten Moment nicht, was ihr blüht, ob sie weiter festgenagelt wird. Und also man kann ganz deutlich sehen, die Bundesumweltministerin weiß, worum es geht, und sie leugnet aber die Chemtrails und gewinnt erstmal Zeit mit dieser gespielten Unverständnis. Dann kommt dann eben noch diese Geschichte mit dieser Stadthalle und dann man sieht ihr richtig die Erleichterung an, wie sie so hier quasi der Steigbügel gehalten wird, um hier aus der Affäre zu kommen. Sie weiß natürlich, dass das Chemtrails gibt, also sie weiß es. Die politischen Verantwortungsträger sind alle eingeweiht in diese Geschichte, diese Pläne. Sie müssen aber so tun, als wüssten sie von nichts. Sie müssen so tun, weil sie sonst selber Zielperson werden. Sie können genauso wie wir gefoltert werden mit Skalarwellen. Niemand ist davor sicher. Und besonders Politiker kriegen das zu spüren. Davon bin ich überzeugt. Nur weil sie eben eine wichtige Funktion haben, erteilt man ihnen eine Lektion. Man will sie nicht umbringen. Man erteilt ihnen eine Lektion, wenn sie das Falsche sagen. Und die kann sehr schmerzhaft sein.
Die hängenden Mundwinkel von Frau Merkel sind meiner Meinung nach darauf zurückzuführen, dass die auch ab und zu mal eine Abreibung bekommen hat im Laufe ihrer Amtszeit. Ja, Frau Barbara Jung erzählt dann noch was von Aufgeklärtheit in dieser aufgeklärten Zeit. Das haben die Juden damals auch gesagt. Adolf Hitler, der hat doch keine Chance. Wir sind doch in einer aufgeklärten Zeit. Dieser verrückte Mann, der kann uns nicht einfach umbringen, was er da erzählt. Das brauchen wir nicht ernst nehmen. Wir wissen, wie die Sache ausgegangen ist. Und es ist auf jeden Fall so, dass die Chemtrails bekannt sind bei den politischen Verantwortungsträgern. Nur sie dürfen es nicht, auf keinen Fall zugeben. Sie können auch ermordet werden, wenn sie richtig Bockmist bauen. Als Beispiel nenne ich hier mal Guido Westerwelle, der den Feldzug nach Libyen verweigert hat. Und er ist auf einmal dann an Krebs erkrankt und ist dann auch ziemlich schnell verstorben innerhalb von 1 oder 2 Jahren. Das ging relativ schnell. Und sowas kann jedem Politiker blühen, wenn er etwas Falsches sagt oder sich falsch verhält. Das wissen die. Und sie wissen auch nicht, wie man sich dagegen wehren kann, weil wie soll man im politischen Alltag sich denn schlau machen über diese ganzen Methoden der Abwehr? Das weiß im Grunde genommen keiner von denen. Die sind schutzlos ausgeliefert, sind Marionetten. Es tut mir leid, es so sagen zu müssen. Und wie man ganz deutlich am Anfang des Interviews sieht oder als diese Frage eben einschlägt bei Frau Hendricks, das erste Standbild hier, hier kann man richtig sehen, wie ihr der Schreck in die Glieder fährt, weil sie in dem ersten Moment, wo sie diese Frage vernimmt, nicht weiß, wie sie darauf reagieren soll. Dann sieht man, wie sie die Augen schließt, wie sie quasi innegeht. Man kann ihre innere Not quasi sehen. Sie schließt auch sehr oft die Augenlider nach unten. Das ist ein Zeichen der Verlegenheit. Das ist ein Zeichen dafür, dass man am liebsten gerne woanders wäre, die Augen zumachen. Ja, da kann man schon fast Mitleid bekommen. Wenn es noch mal ein Nürnberg gibt, ein zweites Nürnberg, diese Verbrechen, die gegen uns begangen werden, dieser Mord, dann muss man zumindest von verminderter Schuldfähigkeit oder zumindest von also mildernden Tatumständen, genau, das ist das richtige Wort, also mildernde Umstände ausgehen, weil diese Politiker haben eigentlich nichts zu entscheiden. Die Völkermordpläne hat jemand anders gemacht. Sie müssen halt eine Art Show abhalten für uns, um uns so lange wie möglich in Sicherheit zu wiegen. Insofern sind sie auch Mittäter, weil sie verhindern, dass wir uns wehren, dass wir unser Überleben sichern. Also unsere Volksführung sollte eigentlich das Beste für sein Volk wollen und dafür sorgen, dass es dem Volk gut geht. Und bei einem Angriff auf Leib und Leben müsste eine Regierung normalerweise sofort reagieren, aber das tun sie nicht. Sie machen hier so eine Art Manöver, also Ausweichmanöver, nicht nur Barbara Hendricks, also eigentlich alle Politiker. Und das ist verwerflich. Auf der anderen Seite, sie sind fest im Griff. Sie können gefoltert werden. Die Geheimdienste haben die Politiker inzwischen voll im Griff. Wir sind in keiner Demokratie mehr. Es ist eine Folterdiktatur und jeder kann gefoltert werden und kann auch ermordet werden. Das sollte man den Politikern vielleicht zugute halten. Das ändert aber nichts an der Frage, wie können wir uns helfen? Ja, wir müssen uns selber helfen. Wir müssen uns quasi, ja, wir müssen uns selber an den Haaren herausziehen aus diesem Schlamassel, wenn wir eine Chance haben wollen. Wir sollten keine Zeit verschwenden,
mit Politikern zu diskutieren oder Briefe an Politiker zu schreiben, weil es wird nichts dabei herauskommen. Sie können uns nicht helfen. Es ist quasi vorbei. Das war früher mal, als die Politiker eine gewisse Souveränität hatten, auch eine Immunität, dass sie eben unantastbar waren. Das sind sie nicht mehr. Diese neue Superwaffe ist so brutal und schonungslos, dass selbst Politiker den Tod zu fürchten haben, wenn sie etwas Falsches machen. Von daher, wir haben von denen nichts zu erwarten. Das muss klar sein. Und wir müssen unser Schicksal selbst in die Hand nehmen. Wir müssen verbreiten, wie man diese Skalarwellenwaffe entschärfen kann, wie man die ganzen Partikel, Pilze, Morgellons aus dem Körper bekommt, damit man eine gewisse Souveränität zurückbekommt. Sie haben diese Souveränität nicht, weil woher sollen Sie das wissen? Sie haben ja gar keine Zeit. Sie müssen von einer Sitzung zur anderen, müssen Sachen lesen. Den ganzen Tag sind Sie in so einer Art Mühle. Die haben gar keine Chance, uns zu helfen. Da können wir uns, glaube ich, besser helfen. Und hier nochmal mein Appell: Behaltet dieses Wissen nicht für euch, weil sonst haben wir keine Chance. Sonst ist es vorbei mit uns. Wir werden in eine Folterdiktatur schlittern, die das Dritte Reich bei Weitem übertrifft. Und es gibt auch ein Massensterben. Es wird kommen. Die Frage ist einfach, bleiben genug von uns übrig, dass wir wieder einen Neustart hinkriegen? Oder war es das mit der Freiheit, mit der Menschlichkeit, mit der Humanität? Ja, das ist meine Botschaft und soweit für dieses Video.